Hallo ihr Lieben, wir bekommen Gäste aus Deutschland und hier wollten wir euch einen Einkauf von 80 Euro präsentieren, das sind sogar 85 Euro, dass ihr ungefähr wisst, was hier was kostet. Ich werde die Sachen ungefähr sagen, also nicht hundertprozentig genau, aber ziemlich, ich versuche es ziemlich genau zu machen. Fangen wir mal bei der Milch an. Das sind 12 Packungen Milch und die kostet circa 11 Euro. 12 Packungen. Dann haben wir hier so Kekse, die essen wir sehr gerne, die Kinder essen die sehr gerne. Ja, die in Paraguay sind, kennen die. Dafür haben wir jetzt knapp 10 Euro bezahlt. Tee kostet hier pro Packung circa 1,50 Euro. Diese Oliven, die sind auch bei 1,60 Euro, 70 ungefähr pro Dose. Himalaya-Salz haben wir uns gegönnt, erlaubt. 250 Gramm haben nicht ganz 1 Euro gekostet. Dann haben wir hier Kaugummis. Die kosten, ja, die drei nicht ganz, ja, die drei vielleicht 1 Euro, vielleicht nicht ganz. Dann haben wir Fleisch, Rippchen gekauft und die, das sind 8,5 Kilo und die kosten 220.000. Das sind vielleicht 30 Euro, 8 Kilo. Genau, dann haben wir Milchmädchen, viele kennen das aus dem russischen Laden. Das sind 2 Euro. Salz ist, glaube ich, 1 Euro. Dann haben wir Äpfel geholt, halbe Kilo, 2,60, 2,70. Dann haben wir Bananen hier, das sind 3 Kilo für, ja, auch 2,60. Dann haben wir selbstgebackene Kekse, privat gekauft. Da kosten, sage ich mal, 2 Euro eine Packung. Dann ist es so Teig. Da machen wir Käse rein oder Hackfleisch und braten das an. Und dann kosten 12 Scheiben 60, 70 Cent. Dann ist Joghurt, der kostet 50 Cent circa. Das trinken wir und die Kinder machen Haferflocken, Bananen und diesen Joghurt rein am Frühstück. Dann haben wir Schweinehackfleisch, 700 Gramm für, ja, knapp 3 Euro. Dann haben wir so Kekse, die sehen aus wie russische Präniki. Das kostet vielleicht so 90 Cent, kostet so eine Packung. Salat kostet vielleicht 60 Cent. Butter kostet 1 Kilo 42.000, was sind das? Ja, vielleicht 7 Euro. Ja, also die Butter, ich gehe davon aus, dass 42.000 6, 7 Euro sind. 1 Kilo. Wir kaufen halt die gute Butter. Es gibt auch günstigere Butter, aber die hat sehr starke Nachgeschmack Nachgeschmack ja. und riecht nicht so gut. Also kaufen wir eine teure Butter. Also haben wir jetzt praktisch für einen halben Kilo, ja, 3 Euro bezahlt. Ja, dann ein Kilo 6 Euro circa. Eier, 30 Stück, 27, ja, vielleicht 4 Euro circa. Mehl, 5 Kilo. Ich glaube, da sind wir bei 3,50 bestimmt. Genau, und alles zusammen 80 Euro. Was ihr da seht. Also in Paraguay ist es Lebensmittel sehr, sehr teuer. Teilweise auch teurer wie in Deutschland. Okay, das war's von mir. Ciao, ciao.